Ist da jemand? Hallo, ist da jemand? Kein Licht anmachen. Bleiben Sie ganz ruhig, dann geschieht Ihnen nichts. Ich warte auf Herrn Zangemeister. Ja, wie sind Sie denn überhaupt ins Haus gekommen? Durch die Tür. Die Tür war abgeschlossen. Ich habe Sie am Haus entlang schleichen sehen. Sie sind nicht auf die Tür losgegangen. Und wenn Sie hier stehlen wollen, im Haus gibt's keine Wertsachen. Ich weiß. Ach, sieh mal an, der junge Mann. Er weiß. Also dann verschwinden Sie mal hier ein bisschen plötzlich. Ich werde nämlich jetzt die Polizei anrufen. Halt! Gehen Sie nicht zum Telefon. Können Sie damit überhaupt umgehen? Au! Das ist kein Spaß. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Setzen.
Was suchen Sie denn? Einen Strick. Willst du wohl aufhängen, Junge, was? Bleiben Sie ruhig sitzen. Ihre Hände. Ja. Wer sind Sie denn? Setzen Sie sich, Herr Zangemeister. Ich habe mit Ihnen zu reden. Was soll das? Was wollen Sie? Sie werden mir 450.000 Mark herausrücken. Aha. Und warum? Weil ich sonst auf Sie schieße. Wenn Sie mich erschießen, werden Sie kein Geld bekommen. Ich bin sicher, dass ich es bekomme. Ich schieße Ihnen erst den kleinen Finger ab, dann noch einen Finger, dann die Hand und so weiter. 450.000 Mark, wie stellen Sie sich das vor? Ich bin kein reicher Mann, meine Firma ist klein, 85 Mitarbeiter. Bleiben Sie sitzen! Ich will mir was zu trinken holen. Nein! Dann darf ich doch wenigstens meinen Mantel ausziehen. Warum nicht 300.000? 500.000? Eine Million? Warum ausgerechnet 450.000? In 3 Jahren haben Sie mit dem Kompaktgetriebe 2 Millionen Mark gemacht. Umgesetzt. Nicht verdient. Sie haben einen Neffen, Wolfgang Rees, der unterrichtet an der Kurt-Schumacher-Schule in Bochum, hat Frau und 2 Kinder, die heißen Jochen und Frank, 9 und 7 Jahre alt. Wer sind Sie? Ich müsste Sie kennen. Ich weiß, Sie mögen Kinder, Sie lieben sie, stimmt's? Was wollen Sie? Den Kindern könnte etwas zustoßen. Frank zum Beispiel, er könnte der Erste sein. Wo ist Ihre Frau? Verreist. Wir wissen nämlich nicht alles, aber wir wissen genug. Sie haben eine Frau und 2 Brüder und eine Schwester. Sie haben keine Kinder, aber 3 Nichten und 4 Neffen. 5 davon sind verheiratet mit insgesamt 8 Kindern. Dazu Ihre Schwager und Ihre Schwägerin und die ganze Verwandtschaft Ihrer Frau. Machen Sie sich nicht lächerlich. Sie können nicht so viele Menschen auf einmal bedrohen. Wo ist Frau Naumann? Sie werden sie gleich sehen. Erst Ihre Antwort. Also gut. 450.000. Exakt. Wann und wie? Sie bekommen Bescheid von mir. Von meiner Organisation. Gut. Ich sehe, Sie glauben mir immer noch nicht. Gut. Fangen wir mit Ihnen an. Ich schieße Ihnen jetzt den kleinen Finger ab, damit Sie sehen, dass ich es ernst meine. Lassen Sie das. Bringen wir die Sache hinter uns. Jetzt haben Sie begriffen. Stehen Sie auf. Drehen Sie sich um. Ein leichtsinniger Mann würde die Polizei anrufen, sobald ich weg bin. Sie sind nicht leichtsinnig. Sie werden das bleiben lassen. Frau Naumann! Frau Naumann!
bin überfallen worden. Wo sind Sie? Werdener Straße 80. Machen Sie bitte schnell, der Mann ist zurückgebrochen. Hat meine Haushälterin erschossen. Fassen Sie nichts an, wir kommen sofort. Idiot. Ich habe gesagt, keine Polizei. Wenn Sie es anders wollen, bitte. Nein. Jetzt ist die Polizei nun mal drin. Erzählen Sie ihr, was Sie wollen, meinetwegen die Wahrheit. Nur geben Sie ihr keine Beschreibung von... Das nächste Mal ziele ich höher, bei Ihnen oder bei den anderen. Gefragt, wer ein Zangemeister am nächsten steht. Na, Sie, habe ich gesagt. Falsch. Na, dann müssen Sie mich eben besser vorher informieren, was ich sagen soll. Jetzt geht er raus. Sagen Sie mir, soll raufkommen. Ja, verkauft. Sie möchten bitte zu Herrn Schaffler kommen. Ja, danke. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Haferkamp. Von der Kriminalpolizei, nicht? Ja. Und Sie sind Herr Schassner? Ja, bin ich. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Sie sind berühmt. Sie haben eine Erfindung gemacht. Na, berühmt. Haben Sie sich umgesehen im Betrieb? Ja. Haben Sie was gefunden? Nein. Haben Sie schon einen Verdacht? Keine Spur. Na, dazu ist das noch zu früh, nicht? Ja, ich tappe im Dunkeln. Ja. Ich fürchte, ich kann Ihnen da auch nicht weiterhelfen. Nun sagen Sie schon, was Sie wollen. Nein, nein, ich sage nichts. Sie reden ja die ganze Zeit. Ich rede? Ja, Himmel, Donnerwetter, was rede ich denn? Warum sind Sie so nervös? Also, schießen Sie los. Also, Zangermeister und ich, wir sind verfeindet. Jeder da unten, an dem das erzählt, hier im Betrieb. Erzählt nicht gerade, aber angedeutet. Dass Sie ihn umbringen könnte, nicht? Sie haben ein Kompaktgetriebe erfunden. Was ist das eigentlich? Und das ist ein Getriebe wie jedes andere auch. Nur, dass es durch eine spezielle Schräganordnung der Zahnräder kompakter gebaut werden kann. Das spart Gewicht und Raum. Ihre Erfindung hat die Firma vor dem Ruin gerettet, ne? Das ist zu viel gesagt. Sie hatten Streit mit Zangemeister, weil Sie mehr gefordert haben, als Ihnen nach der gesetzlichen Vorschrift zusteht. Sie meinen, ich erpresse das Geld von Zangemeister, das er mir nicht freiwillig gibt. Wie kommen Sie auf Erpressung? Es geht um einen Mord. Und um einen Mordanschlag. Konkurrenz im Beruf, das kommt vor, aber ein Motiv für einen Mord ist das nicht normalerweise. Aber zwischen Zangemeister und mir, das ist nicht normal. Von außen hin sind wir freundlich, aber in Wirklichkeit könnte jeder den anderen umbringen. Naja, wollen wir mal die Fakten festhalten. Wo waren Sie gestern ab 17 Uhr? Warum hat er ausgerechnet 450.000 Mark verlangt? Er hat Sie unter Druck gesetzt. Ist das richtig? Keine Beschreibung für die Polizei? Ich könnte ihn sowieso nur ungefähr beschreiben. Er saß im Dunkeln. Ich meine, war er jung oder alt, bloß damit wir keinen Falschen jagen. Alt war er nicht. Also nicht Herr Schassler. Ja, wie kommen Sie denn darauf? Es gibt Spannungen zwischen Schassler und mir, aber das heißt doch nicht... Also er war es nicht. Ich weiß, er hat ein Alibi. Gott sei Dank.
Trotzdem benimmt er sich so, als ob er es gewesen wäre. Und bei Ihnen ist genau umgekehrt. Sie wehren ab, sobald die Rede auf Schassler kommt. Schassler und Denkmal. Moment. Lassen Sie mich mal raten. Sie wissen etwas, was Schassler belastet. Sie wollen es aber nicht sagen, weil Sie sich ihm gegenüber schuldig fühlen. Sie haben ihn übers Ohr gehauen, stimmt's? Er hat alles bekommen, was ihm zusteht. Sie haben diesen Schassler in den letzten Jahren ziemlich schlecht behandelt. Dass Sie ihn damit bis zum Äußersten getrieben haben könnten, daran wollen Sie gar nicht erst denken, weil Sie wissen, dass es möglich wäre. Ich mache mir nicht so komplizierte Gedanken. Oh, schön. Sie verteidigen ihn, er verteidigt Sie. Fällt Ihnen das nicht auf? Ich finde es jedenfalls nicht sehr ungewöhnlich für zwei Männer, die so lange zusammenarbeiten. Wollen Sie das bitte mal runterstellen, das ist so eine Schraube. Ja. Also, welchen Verdacht haben Sie? Ich will Schassler nicht belasten, das ist wahr, aber 450.000 Mark, das ist die Summe, die er von mir verlangt hat. Ich denke, er wollte eine Beteiligung. Oder ersatzweise eine einmalige Abfindung. 450.000 Mark. Wir haben monatelang um diese Summe gestritten und dann kommt einer und verlangt genau die gleiche Summe. Mhm. Wer kennt diese Summe, ne? Nur er und ich. Das ist der Haferkamp von der Kriminalpolizei, meine Frau. Guten Tag. Guten Tag. Was hast du gesagt? Alles, was wir sagen dürfen. Der Erpresser droht, unsere Familie auszurotten, wenn wir nicht zahlen. Also zahlen wir, das ist alles. Du glaubst doch nicht im Ernst, dieser Schassler war. Kannst du mir schon vorstellen. Er ist doch nicht bescheuert. Chefkonstrukteur. Seiner stellt sich doch nicht so dumm an, dass jeder gleich draufkommt. Ja. Und wenn doch? Das ist zu einfach. Ja. Gibt auch einfache Fälle. Guten Tag, Haferkamp, Kriminalpolizei. Kann ich Herrn Schassler sprechen, bitte? Bitte. Mein Vater ist gerade eben nach Hause gekommen. Wenn Sie antreten wollen. Vater? Ja? Hier sind zwei Herren von der Kripo. Ja, das ist mein Kollege, Herr Kreuzer. Guten Tag. Guten Tag. Bitte. Okay. Kennen Sie Frau Naumann? Frau Naumann? Ach, die Haushälterin von Zangemeister. Ich habe von der Sache gehört. Schrecklich. Ganz schrecklich. Und Herrn Zangemeister kennen Sie auch? Er ist der Chef meines Vaters. Näher kenne ich ihn nicht. Was wollen Sie denn noch? Ich habe Ihnen da alles gesagt, was ich weiß. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, die Herren wollen sich nicht setzen. Sie stellen noch ein paar Fragen und dann gehen Sie gleich. Sind Sie in Gefahr? Werden Sie erpresst? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Der Mörder von Frau Naumann muss private und geschäftliche Freunde von Zangemeister kennen. Er nannte eine Zahl, die bei Ihrer Auseinandersetzung eine Rolle gespielt hat. 450.000. Na und? Das ist genau die Summe, um die mich Zangemeister betrogen hat. Was wollen Sie denn? Na, verhaften Sie mich doch. Ich bitte Sie, so geht das nicht, Herr Schassler. So können wir nicht miteinander reden. Überlegen Sie in Ruhe und dann rufen Sie mich an. Ich habe das Gefühl, Sie befinden sich in einer schwierigen Lage. Wenn ich kann, dann will ich Ihnen helfen. Hier unten steht meine Privatnummer, falls Ihnen das Polizeipräsidium nicht angenehm ist. Guten Tag. Guten Tag. Wo willst du hin? Zu ihm. Man wüsste, was mit dem los ist. Ja, mit ihr. Mit ihrem Bein. Zangemeister hat ihr mal auf den Fuß getreten. Aus Rache hat sie auf ihn geschossen. Jetzt aber heilig. Mal gucken, wo die hinfährt. Los, fahr zurück.
Du, Ellen? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Herr Robert. Du kannst schon wieder fahren? Das ist ja prima. Ich habe eine Automatik. Was ist los? Wo hast du deine Pistole? Meine Pistole? Wieso meine Pistole? Meine Pistole? Wieso meine Pistole? Ja, wo hast du sie? Deine Pistole? Habe ich weggeworfen. Weggeworfen? Das habe ich mir gedacht. Warum denn nicht? Weil man eine Pistole nicht wegwirft. Außer man hat etwas damit angestellt. Ich habe sie nicht weggeworfen, ich habe sie verschleudert. Sozusagen weggegeben für einen sehr günstigen Preis. Verkauft. Wenn du bei der Polizei auch so stotterst, bist du heute noch hinter Gittern. Polizei? Was habe ich denn mit der Polizei zu tun? Du hast Frau Naumann umgebracht. Frau Naumann nie gehört. Wer ist Frau Naumann? Hast du ein Alibi? Natürlich. Was für eins? Zwei, drei Personen oder nur eine? Es kommt nicht darauf an, wie viele es sind. Also eine. Es muss glaubwürdig sein, genau. Doris. Was regst du dich auf? Ist doch nur wegen dem Alibi. Vor 3 Monaten. Fast da auch wegen des Alibis? Lass die alten Geschichten. Lass uns in Ruhe miteinander reden. Wie war die Kur? Geht's dir gut? Kumpel, bin ich ganz munter, was? Lass uns eine Minute vernünftig miteinander reden. Gut. Also. Und worüber möchtest du sprechen? Doch nicht so. Du bist so giftig. Was erwartest du eigentlich? Möchtest du, dass ich dich umarme, dass ich dir danke, dass du erst mich kaputt gemacht hast und jetzt auch meinen Vater, ja? Ich habe nur getan, was sich dein Vater ausgedacht hat. Mein Vater ist ein Fantast. Er war verbittert, aber du gehst hin und machst es einfach so. Nur wegen des Geldes. Deinem Vater ging es auch ums Geld, oder nicht? Nein. Er hat was dafür geleistet. Es ist schließlich sein Lebenswerk. Der Plan ist perfekt, hast du selber gesagt. Dein Vater konnte ihn nicht ausführen, weil jeder sofort auf ihn gekommen wäre. Du wolltest, dass ich es mache, hast du selber immer wieder gesagt. Aber wenn, dann perfekt. Du bist ein Stümper. Der Einbruch war leicht, aber dann ist alles anders gekommen als geplant. Diese Frau Naumann, von der ist nie die Rede gewesen. Sie haut mit einem Stein auf mich los, ich musste mich erwehren. Es ist nur mal passiert. Zuerst wollte ich abhauen, aber dann dachte ich, jetzt schon alles egal. Es lief wie am Schnürchen. Zangemeister hat mich erst nicht ernst genommen, aber dann habe ich ihn geschafft. Eiskalt. Wie ein Profi. Du fühlst dich stark. Wie ein Profi. Mein Vater hast du mit reingezogen. Er war es doch nicht. Was zerbricht dir den Kopf? Was findest du eigentlich an Doris? Oder findest du nur Geld? Sie hat ein Lokal. Das ist nicht viel. Sie finanziert dich doch. Deine Rennfahrerkarriere. Sowas wie Doris hat es immer gegeben. Bei dir und bei mir. Das zählt doch nicht. Deswegen müssen wir uns doch nicht streiten. Du musst nicht glauben, du wärst weniger attraktiv seitdem. Vielleicht du. Ich habe dich größer in Erinnerung. Du bist ziemlich klein geworden. Recht mies. Ich werde dir den Schädel einschlagen.
bin sehr sportlich geworden, seitdem. Ich muss jeden Tag 3 Stunden üben und stoppt das Bein ab. Bleib dran, pass auf, wo sie hinfährt. Mein Name ist Haferkamp. Kriminalpolizei, ich habe ein paar Fragen an Sie. Bitte, was kann ich tun? Es geht um den Mordfall Naumann, Haushälterin bei Zangemeister. Zangemeister, das ist die Maschinenfabrik? Mhm. Ja. Ist Ihnen nicht gut? Ich habe mich da im Wagen verletzt. Das tut wahnsinnig weh. Oh. Haben Sie keine Schmerztablette? Ich habe schon eine genommen. Sie sind Rennfahrer, nicht? Ich war es. Was machen Sie jetzt? Ich baue Autos. Ja, ich habe das gelesen, Robert Gefgen, Tuning. Was ist das eigentlich, Tuning? Ich mache Autos rennfähig. Frisieren kann man das auch nennen. Und wo waren Sie gestern Abend? Bei meiner Freundin. Wo wollen Sie das wissen? Name, Adresse? Muss das sein? Ja, muss sein. Doris Fuhrmann? Künkstraße 19. Telefon? Nein. Den ganzen Abend? Die Nacht auch. Kennen Sie Fräulein Schassler? Sie ist eine alte Bekannte. Was hat sie von Ihnen gewollt? Ellen ist manchmal hysterisch. Kriegt richtige Anfälle. Völlig unberechenbar. Ja, aber irgendwas wird sie doch von Ihnen gewollt haben, nicht? Wir waren befreundet. Das heißt, ein bisschen sind wir es immer noch. Und was heißt das, ein bisschen? Seit 3 Monaten nicht mehr so sehr. Seit dem Unfall. Woher hat sie das steife Bein? Das war nach einem Streit. Ich habe gesagt, ich habe genug von dir. Sie hat sich fürchterlich darüber aufgeregt. Da habe ich ihr gesagt, was mir nicht gepasst hat die ganze Zeit. Sie steigt aufs Fensterbrett und sagt, sie springt runter. Ich habe sie ausgelacht und beschimpft. Ja, und? Sie ist gesprungen. Sie denken, sowas gibt's nicht? Doch, doch, das kommt schon vor. Normalerweise, wenn die Ellen aus dem Fenster springt, dann hat sie vorher ausgerechnet, dass ihr nichts passieren kann. Diesmal hat sie sich verrechnet. Sie hat ein steifes Bein ihr Leben lang. Und in ihren Augen bin ich natürlich schuld daran, weil ich sie nicht zurückgehalten habe. Ich gebe ja zu, ich habe gesagt, springen. Wer denkt denn auch, dass das Mädchen wirklich springt? Sehen Sie das da? Das ist von einem Messer. Ach, sie wollte sie umbringen. Eines Tages steht sie in der Tür, schreit los, ich betrüge sie, zieht ein Messer raus und sie erwischt mich hier. Ich habe natürlich zurückgeschlagen. Kaum sieht sie das Blut, hört sie auf. Rennt raus, macht einen Verband. Und dann haben wir uns wieder vertragen. Wir sind 2 Tage nicht aus den Betten rausgekommen. Respekt. Verstehen Sie was von Frauen? Nee. Dieses Weib kann einen Mann umbringen. Das ist eigentlich ganz faszinierend. Manche Männer wünschen sich doch solche Frauen, oder? Ja. Aber ziemlich weit weg. Ich hab ihm irgendwann einmal gesagt, wie wütend du auf Zangemeister bist. Dieser Kerl wird reich mit deinem Patent. Ich habe mal fallen gelassen, die einzige Möglichkeit, an dein Geld zu kommen, ist eine Erpressung. Erpressung ist mir dir gesagt. Nach und nach habe ich ihm Einzelheiten erzählt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass er es wirklich tut. Ich habe mir überlegt, ich werde zur Polizei gehen und sagen, wer das gewesen ist. Dir kann strafrechtlich nicht viel passieren. Nur deiner Arbeit bist du los. Und einen neuen Job in irgendeiner Firma aus deiner Branche kriegst du auch nie mehr. Gut.
Meinst du, wir sollen das einfach so weiterlaufen lassen? Wenn Robert durchhält, sind wir okay. Ich fürchte, er wird Fehler machen und uns mit reinreißen. Er soll wenigstens nicht weitermachen. Ich werde mit ihm reden. Für dich selbst? Ich fahre nicht mehr. Mit 35 ist man zu alt für eine internationale Karriere. Was ist das für einer? Formel 3. Den mache ich fertig für Monza. Du bist verrückt. Wieso? Du willst in das internationale Geschäft ohne einen Pfennig Geld? Mit dem Wagen ist sogar ein durchschnittlicher Fahrer in Monza ganz weit vorne. Ich verdiene ganz gut an meiner Erfindung. Ungefähr 20.000 bis 30.000 im Jahr. Ich kann sowieso nicht viel damit anfangen. Weißt du was? Ich stecke es in deine Firma. 20.000 bis 30.000, du hast Humor. Was ist, wenn ich eine Pechsträhne habe? Ich mache einen Bruch nach dem anderen. Die Firma verdient nichts und wir machen Schulden. Du weißt genau, dass es so kleinkariert nicht geht. Aber wenn du eine halbe Million hättest, dann könntest du Autos bauen, wie es dir Spaß macht. Ja. Wenn? Hast du sie bald? Die halbe Million? Kann sein. Von Zangemeister? Warum fragst du, wenn du es weißt? Der Preis ist zu hoch. Was für ein Preis? Ein Menschenleben. Es tut mir leid. Das war nicht vorgesehen. Lass es sein. Du machst es dir leicht. Du denkst dir einen tollen Plan aus. Toll findest du den. Und wenn dann alles so läuft, wie du es geplant hast, machst du die Augen zu. Es wird so schlimm, weil du es machst. Ach, ich? Ich habe mir eine Erpressung ausgedacht. Ich kann sie vielleicht nicht billigen, aber mich irgendwie verstehen. Du hattest deine Wut auf Zangemeister. Ist das vielleicht deine Rechtfertigung? Zangemeister? Der betrügt mich nur um das Geld. Aber du stiehlst mir meine Fantasien. Jetzt hör mal zu. Du denkst dir was aus. Ich mache es. Erzähl mir nicht, dass es da was, was ich für welche Unterschiede gibt, ob du es machst oder ich. Eines war doch klar. Du konntest es nicht machen, weil der Verdacht sofort auf dich gefallen wäre. Und warum hast du gerade 450.000 Mark verlangt? Damit du in Verdacht kommst. Das hast du mit Absicht getan. Was denkst du denn? Du bist mein Mitwisser, also muss ich dich belasten. Sonst kommst du noch auf die Idee und zeigst mich an. Das kann ich ja immer noch. Dann weiß endlich jeder, was für Erfindungen du in deinem Kopf hast. Prost. Ich hab's falsch angepackt. Ich bin ein Krüppel, daran ist er schuld. Jetzt will er dich kaputt machen. Das lassen wir uns einfach nicht gefallen. Um mich geht's doch gar nicht. Du bist seinetwegen aus dem Fenster gesprungen. Und jetzt hat er eine andere Frau. Das ist es. Ich habe meine Gründe. Du hast deine.
Eins. Heinz! Ja? Der fährt jetzt los. Nur mach mal ein bisschen, sonst bückst du uns noch aus. Fahr doch schon 160. Gifken Tuning. Ich Idiot hätte dran denken sollen. Haferkamp, das war keine starke Leistung. Wenn Sie Ihren Verdacht ernst nehmen, dann müssen Sie auch in der Lage sein, Ihren Verdächtigen fachgerecht zu beschatten. Naja, wem sage ich das? Wie ein altes Ehepaar. Was? Nichts. Wieso? Ihr habt euch nichts mehr zu sagen. Ja? Sofort. Was ist? Arbeit. Frau Zangemeister, sie geht zur Bank. Guga 8001, Guga 1801 für 8250, komm hin. Frau Zangemeister, wir haben das Geld bereitgestellt.
Da Sie alle Vollmachten haben, ist es nicht meine Sache, Fragen zu stellen. Ich möchte bloß wissen, ob es nicht vorteilhafter wäre, die Geldscheine fotografieren zu lassen. Verzeihung, da ist ein Anruf von Zangemeister. Aber ich habe doch niemandem gesagt, dass ich hier bin. Doch. Wo ist das Telefon? Da drüben, bitte. Ja, bitte? Frau Zangemeister, wie schon gesagt, die Nummern der Scheine werden nicht notiert. Ja, in Ordnung. Ihre Familie ist erst wieder in Sicherheit, wenn meine Organisation alle Scheine in unverdächtiges Geld umgetauscht hat. Haben Sie mich verstanden? Ja, ich habe verstanden. Und jetzt hören Sie gut zu und antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Ja. Sie fahren jetzt mit dem Geld ins Parkhaus Hügel in Bredeney. Ja. Parkhaus Hügel. Dort erhalten Sie telefonisch eine neue Anweisung. Wir beobachten jeden Ihrer Schritte. Ja, in Ordnung. Im Augenblick sind Sie von Polizisten umstellt. Sagen Sie dem Polizisten in dem hellblauen Wagen, dass ein Mensch stirbt, wenn er hinter ihm herfährt. Ja. Ist gut, Frau Zangemeister. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht verfolgt. Danke. Bleiben Sie hinter Frau Zangemeister, aber nicht eingreifen, nur beobachten. Fahren Sie ein Stück voraus. Genau noch. Es ist jetzt 11.49 Uhr. Vor zwei Minuten wurde ein Telefongespräch über einen Apparat geführt, von dem aus man auf diesem Platz sehen kann. Danke. Ich brauche jetzt alles, was in der Essener Polizei laufen kann. Sämtliche Häuser, alle Büros, Privatwohnungen und alle Lokale hier in der Gegend werden durchkämmt. Ich will unbedingt wissen, wer am 21. Januar um 11.47 Uhr telefoniert hat. Ja, richtig. Bitte schön. 100.000, 200, 300.000, 400.000, 420, 440, 450.000. Bitte schön. Sollen wir nicht doch lieber die Nummern fotografieren? Nein. Der war auch vor der Bank. Er ist von der Polizei. Ich habe keine Ahnung. Ich schieße auf Frank, wenn ich noch einen Polizisten sehe. Tun Sie das nicht, bitte. Gut. Aber das ist meine letzte Warnung. Die allerletzte. Und jetzt schicken Sie ihn weg. Sofort. Ich warte. Wollen Sie, dass einer stirbt?
Fahren Sie sofort weg, schnell! Und jetzt fahren Sie zum Stauwehr. Und zwar am Werdener Ufer. Sie gehen auf die Brücke, auf die rechte Seite. Und dann zählen Sie am Geländer die Querstufen. Zählen Sie bis 10. Was soll ich tun? Sie fahren nach Essen-Krai in die Bonifatiusstraße. Essen-Krai? Wo liegt denn das? Kaufen Sie sich einen Stadtplan. Die Bonifatiusstraße geht über in die Taborstraße. Und die mündet auf einem freien Feld. Eine Art Schutthalde. Dort stellen Sie den Koffer ab. Einfach abstellen, aber da kann doch jeder. Stellen Sie ihn hin, werfen Sie ihn raus. Was geht das mich an? Einer von meiner Organisation wird den Koffer abholen. Am Straßenschild Taborstraße. Eine Spur von diesem Gefken? Sagen Sie mal, finden Sie nicht, Haberkamp, dass Ihre Aktion wegen dieses Anrufers um 11:47 etwas bombastisch war? Das soll keine Kritik sein. Ich weiß ja, wie sowas ist. Man stochert mit der Stange im Nebel herum. Man fühlt sich hilflos. Also macht man sich Mut, indem man 100 Kollegen mobilisiert. Die finden sogar sowas. Gefken hat um 11:47 telefoniert. Na und? Dann haben 100 Polizisten herausgefunden, was gar kein Geheimnis ist. Wie gesagt, das ist nicht kritisch gemeint. Und die Frau Zangemeister ist auch noch nicht aufgetaucht. Naja. Weißt du, was mich an dem Herrn manchmal stört? Er ist nicht sensibel. Hattest du nicht heute Abend was Privates vor? Sag mal, was ist denn der Silberkelch eigentlich für ein Lokal? Hm? Harmlos. Nicht mal Hasch. Ja, das meine ich nicht. Kann man da essen? Also, ein richtiges Esslokal ist das nicht. Die Wirtin vom Silberkelch ist nämlich Gefkens Alibi. Das ist von der Sorte früh ins Bett gegangen, die ganze Nacht fest geschlafen. Also war ziemlich drinne. Du, das kann ich doch übernehmen. Wenn du mit Ingrid verabredet bist. Na, lass mal. Sie spielt ganz gerne mit. Ihr versteht euch so gut. Manchmal begreife ich nicht, warum ihr geschieden seid. Ja, aus praktischen Gründen. Seit wir geschieden sind, verstehen wir uns nämlich besser. Hm? Ich lasse mich auch scheiden. Ja, gerne. Das ist jetzt schon die dritte.
Ja, mir schmeckt sie immer. Ich habe einen Warentest gelesen über Frikadellen. Wissen Sie, was da drin ist? Mhm. 20% Fleisch, 80% Brot. Wenn es das nur wäre. Man hat festgestellt, Bindegewebe, Talg, Haut. Erzählen Sie ruhig weiter. Macht mir nur Appetit. Hm? Pansen, geriebene Hornhaut. Und Zehgemehl. Noch eine? Gerne. Also ich will Ihnen mal was erklären. Ja? Ein Steakbraten, ne, das kann wirklich jeder. Aber eine Frikadelle, dafür braucht man Erfahrung. Eine Frikadelle darf außen nicht verkrustet sein und auch nicht zu hell. Schlechte Frikadellen sind matschig oder knochenhart, wenn man sie anfasst. Die meisten sind auch viel zu groß, sind weich und lappig wie ein Pfannkuchen. Muss klein sein und fast rund. Nur ein bisschen abgeplattet. Außen kross und innen gerade eben noch durch, so wie die. Ja, bitte. So. Ja, wo bist du denn? Ja, ist gut. Komm vorbei, Robert. Ich leg den Schlüssel raus, ja? Gut, bis gleich. Tschüss. Sind Sie nun alt? Ja. Schwierigkeiten? Ja. Ich habe auch verdammt schlechte Erfahrungen gemacht. Was ich hasse, ist diese Kneipenhockerei. Da kommt einer nach Hause, todmüde, stinkt für 10 kalte Zigarren. Na besser, er stinkt nach 10 kalten Zigarren, als dass er nach Parfüm stinkt. Wäre ihm doch auch nicht recht. Was machen denn die Leute in der Kneipe? Worüber reden die? 4, 5, 6, 7 Stunden lang. Noch ein. Ich kann Ihnen das sagen. Sie sitzen hier ruhig, trinken ihr Bier. Männer sitzen in der Kneipe, weil das der ruhigste Ort auf der Welt ist. Also wirklich, ich sitze da, kein Chef, keine Ehefrau, so wunderbar, ist der Himmel auf Erden. Mhm. Danke. Mit Ihnen möchte ich auch nicht verheiratet sein. Lassen Sie die Aktion ab. Ich habe ihn. Kann ich Sie im Moment sprechen? Was wollen Sie denn schon wieder? Werden Sie gleich hören. Wo waren Sie heute? Tagsüber, meine ich. Ich bin den ganzen Tag mit dem Auto rumgefahren. Was? Von morgens um 8 bis abends um 9? Mhm. Ungefähr. Wie viele Kilometer? Weiß ich nicht. Wo haben Sie getankt? Wo haben Sie zu Mittag gegessen? Wo zu Abend? Ich bin vollkommen fertig. Ich kann nicht arbeiten und nicht schlafen. Heute früh habe ich mich ins Auto gesetzt und bin rausgefahren. Ich wollte nach Holland. Ungefähr bis Aachen bin ich gekommen, da ist mir schlecht geworden. Ich bin in einen Waldweg reingefahren und habe mich auf den Rücksitz gelegt. Da bin ich eingeschlafen. Aufgewacht bin ich nachts gegen 11. Ja, so geht's manchmal. Dann bin ich wieder hier nach Essen zurückgekommen, das ist alles. So. Setzen Sie sich mal hier hin. Das ist nämlich ein Verhör und keine Märchenstunde, ja? Also, wo waren Sie zwischen 11 und 12? Ich meine vormittags. Ja, unterwegs. Ja, ist komisch, dass man das vergessen kann, wo man vor ein paar Stunden gewesen ist. Also mir könnte das nicht passieren. Irgendwo. Ja, auf der Straße oder in einem Lokal. Weiß ich nicht mehr genau. Ich aber. Naja, jetzt fällt's mir ein. Mittags war ich noch in Essen. Beim Friseur. Ich bin aber nicht rangekommen. Das sieht man. Und mit wem haben Sie von da aus telefoniert? Ich war unbeschreiblich nervös. Ich habe überlegt, ob ich nicht besser mit dem Zug fahre. Ich habe die Auskunft angerufen. Aha, die Auskunft. Sie wissen nicht, in was für einem Zustand ich bin. Wie ich mich heute früh ins Auto setze, habe ich das Gefühl, ich werde verfolgt. Ein hellblauer Audi. Ich bin fast wahnsinnig geworden vor Angst.
Ich habe den Wagen natürlich abgehängt. Natürlich. Tuning, hm? Hübsch frisiert. Haben Sie das womöglich? Lilly hat mich heute gefragt, warum wir nicht mehr verheiratet sind. Und? Was hast du ihm geantwortet? Irgendein Blödsinn. Dann habe ich darüber nachgedacht. Ja, sicher, wir sind uns oft auf die Nerven gegangen, aber warum? Wenn wir nur kurz zusammen sind, verstehen wir uns doch ganz gut. Hm? Willst du es wirklich wissen? Weißt du es? Mhm. Ich kann nicht mit einem Mann zusammenleben, der mit seinen Gedanken immer irgendwo anders ist. Jetzt zum Beispiel. Jetzt denkst du doch an diesen Gefgen, oder wie der heißt. Er heißt so. Du ärgerst dich grün und blau, dass du ihm nichts nachweisen kannst. Hm? Merkt man mir das an? Auch vorhin? Wo willst du denn? Als Liebhaber bist du ja ganz brauchbar. Aber du musst morgen früh aufstehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut.
Woher hast du die Pistole? Gekauft. Wo? In Köln, bei zuverlässigen Leuten. Aber sie funktioniert nicht. Ein Glück. Sonst bringst du Robert wirklich noch um. Der Schlagbolzen ist hin. Woher weißt du das? Ich habe ihn abgesehen. Also doch, Robert. Meine Sache. Ganz allein. Meine Sache. Was soll das? Seit siehst du Spuren? Ja, sicher ist sicher. Aber doch nicht so. Jedes Werkzeug hinterlässt Spuren auf dem Werkstück. Wenn ein Fachmann die Zange oder die Säge hat und dazu noch den Schlagbolzen, dann weiß er genau, dass der Schlagbolzen mit diesem Werkzeug behandelt worden ist. Mal hier. Fingerabdrücke. Und Fettflecke. Mikroskop bestimmt Metallspäne. Denk mal nach, was ein guter Kriminalist daraus kombinieren kann. Eine präparierte Pistole und Spuren von Arbeit genau auf dieser Seite, auf der Seite, auf der dieses Modell beschrieben ist. Wenn du schon daran denkst, dass die Polizei hier nach Spuren sucht, dann musst du das alles vernichten. Danke. Sag mal, das ist doch nicht dein Ernst. Mit dieser Pistole kann ich ihn doch nicht... Kann ich ihn doch nicht erschießen, oder? Was hast du eigentlich vor? Robert umbringen. Ja, wie denn? Soll ich dir sagen, was du denkst? Robert hat das Geld bekommen. Alles ist gut gegangen. Der Plan war doch perfekt. Nein, nein. Nein, nein. Der Mord. Es war ein Unfall. Tragisch. Aber ein Geständnis macht die Frau auch nicht wieder lebendig. Mach dir keine Sorgen, Vater. Ich regle das mit Robert. Und zwar so, dass dich niemand mehr behelligen kann. Sie? Was wollen Sie? Ich bin im Dienst. Ja, kommen Sie. Kommen Sie. Mitten in der Nacht. 11 Uhr vormittags. Was? Nehmen Sie Platz. Warum haben Sie Gefgen freigelassen? Weil ich keine Beweise gegen ihn habe. Ich kann sie Ihnen liefern. So. Na los, her damit. Robert Gefgen wird Sie selbst erzählen. Wieso sind Sie eigentlich so sicher, dass er es war? Das kann Ihnen doch egal sein. Hauptsache, ich überführe ihn, oder? Vielleicht bilden Sie sich nur was ein. Sie hassen ihn. Ja gut, wie Sie wollen, bitte. Dann bleiben Sie hier. Haben Sie eigentlich schon mal drüber nachgedacht, warum Gefgen genau 450.000 Mark verlangt? Allerdings. Ich hatte Ihren Vater im Verdacht. Er verlangt genau diese Summe, weil er mir imponieren will. So. Und wie wollen Sie das aus ihm rauskriegen? Das wird er uns selbst sagen. Er brennt darauf, es mir zu sagen. Er hat jetzt seine neue Freundin. Das bedeutet nichts. Gefährlich ist nur der erste Moment, wenn wir uns treffen. Ich habe dafür einen bestimmten Platz ausgesucht.
Ein bisschen merkwürdiger Treffpunkt, finden Sie nicht? Nicht für Robert und mich. Dort können Sie mit Ihren Leuten stehen. Werden Ihre Leute Pistolen haben? Ja, warum? Wie viel Mann werden Sie ansetzen? Was weiß ich. Er wird ja nicht gleich eine Maschinenpistole in der Tasche haben, oder? Er könnte bewaffnet sein. Sie dürfen kein Risiko eingehen. Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Mensch ist. Er hat mich schon ein paar Mal mit der Pistole bedroht. Ich werde in der Nähe bleiben. Warum haben Sie Angst? Nur weil er vor Ihnen angeben will, wird er Sie ja nicht umbringen. Angeben? Der weint sich aus. Im nächsten Moment schämt er sich und wird brutal. Schöner Freund. Freundschaft? War das nie. Wir haben uns geliebt und gehasst. Er hat mich geschlagen. Und dann haben wir... Ja. Das ist Ihnen sicher fremd. Sicher. Zeit für mich? Nein. Bitte leg nicht gleich wieder auf. Es ist sehr wichtig für dich. Was hast du dir diesmal ausgedacht? Entschuldige, ich habe mich kindisch benommen. Ich war so aufgeregt. Es war das erste Mal, dass wir uns seit dem Unfall... Ach, hör auf. Aber ich habe noch etwas angestellt. Ich bin zur Polizei gegangen und habe dich angezeigt. Was hast du gesagt? Darüber möchte ich mit dir sprechen, aber nicht am Telefon. Also gut. Wann und wo? Halt mal an, Willi. Und? Nichts. Weißt du, was ich denke? Nee. Ich denke, wenn er die Zeit nun benutzt, um an das Versteck mit dem Geld zu kommen. Verstehst du, was ich meine? Wir sitzen hier seelenruhig rum, warten auf ihn. In Wirklichkeit ist er mit den 450.000 über alle Berge. Verstehst du, Heinz? Ja, klar. Vielleicht steckst du sogar mit ihm unter einer Decke. Naja, glaube ich nicht. Ich glaube, die Dame überschätzt sich. Er kommt. Du bleibst auf Sprechfunk, falls ich Verstärkung brauche. Gut. Du siehst gut aus, Robert. Was hast du der Polizei erzählt? Nichts. Ich wollte dich nur herlocken. Hast du aufgepasst, dass niemand hinter dir her ist? Ich habe sie abgehängt. Vater und ich haben überlegt. Eigentlich ist es ja auch Vaters Geld. Wir sollten es uns teilen. Wo hast du das Geld? So einfach ist das nicht. Doch. Es ist ganz einfach. Schau mal, Robert, was ich in meiner Tasche habe. Na und? Wenn du das Geld nicht hergibst, bringe ich dich um. Nicht sofort. Jetzt schieße ich dir den Finger ab. In die Hand. Dann immer so weiter.
Sie ist nicht geladen. Glaubst du, ich lege eine geladene Pistole so hin, dass du sie dir schnappen kannst? Hältst du mich für so blöd? Ich habe einen neuen Knauf machen lassen. Aus massivem Silber. Ist ein Hammer. 1 Kilo schwer. Damit kann man einen Stein zerschlagen. Ehe du mit dem Revolver auf mich zielst, hast du diesen Hammer in deiner Schädeldecke. Kein Gericht der Welt wird mich verurteilen. Denn ich bin eine verkrüppelte Frau. Du hast die Pistole in der Hand. Ich kann sie ja wegwerfen. Na los! Schieß doch! Worauf wartest du noch? Schieß doch! Du brauchst mich ja nicht gleich umzubringen. Mach mich kampfunfähig! Das Bein ist noch frei! Schieß doch! Ha! Störe nicht. Durchaus nicht. Bitte. Danke. Wollen Sie ablegen? Ja, danke. Ihr Vater ist nicht da? Er ist verreist. Tja, wissen Sie, was Ihnen das Leben gerettet hat? Sie werden es nicht erraten. Der Schlagbolzen an Gefkins Pistole war abgebrochen. Möchten Sie etwas trinken? Ja, gerne. Cognac, Whisky. Ein Cognac. Und wissen Sie auch, wer Ihnen das Leben gerettet hat? Sie? Nein. Irgendein Ganove, der Herrn Gefkin eine defekte Waffe verkauft hat. Der Bolzen, der ist nämlich nicht von selbst abgebrochen, er ist abgesägt worden. Ach. Kann man so etwas feststellen? Ja, es ist erstaunlich, was diese Spezialisten alles feststellen können. Sie wissen nicht nur, dass der Bolzen abgefeilt wurde, Sie können sogar mit absoluter Sicherheit sagen, welche Feile es war, vorausgesetzt natürlich, man findet sie. Und jetzt suchen Sie die Feile? Tja, was bleibt mir übrig? Haben Sie eine Spur? Die Frage ist, wie konnte Gefkin in der kurzen Zeit, in der wir ihn nicht beobachtet haben, an eine Waffe kommen? Darf ich Ihnen helfen? Danke. Wir haben alle Lokale abgeklappert, die in Frage kommen, aber wir haben keine Spur. Bitte. Danke. Vielleicht hat er die Pistole schon früher gekauft und sie versteckt. Das ist nicht wahrscheinlich. Die Waffe ist nämlich nicht identisch mit der Mordwaffe. Gefkin müsste dann noch eine Pistole gehabt haben. Wozu, frage ich? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Gefkin von einer Organisation gesprochen hat. Organisationen teilen die Arbeit auf. Einer schießt, der andere ruft an, der dritte holt das Geld ab. Nein, nein, nein. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass es mehrere waren. Er war ganz allein. Die Lösung ist viel einfacher. Sie haben ihm die Waffe gegeben. Ich? Es ist rein technisch die einzige Möglichkeit. Wie käme ich denn dazu? Die Frage ist nur, ob Sie wussten, dass die Pistole nicht funktioniert. Und ob Sie den Bolzen nicht vielleicht sogar selbst abgesägt haben. Untersuchen Sie mein Haus. Das wäre sinnlos. Selbst wenn ich was finden würde, dann könnte ich Ihnen nicht nachweisen, dass Sie die Absicht hatten, Gefkin Ihre Pistole in die Hand zu spielen. Woher sollte ich denn wissen,
dass sie Gefgen gleich erschießen. Normalerweise schießt die Polizei doch in die Beine, habe ich gelesen. Natürlich wollte ich ihn nicht töten, aber aus dieser Entfernung musste ich auf den Körper zielen. Daraus macht mir keiner einen Vorwurf. Angenommen, es wäre alles so, wie Sie sagen. Wäre das dann Anstiftung zum Mord? Wären Sie der Mörder? Und ich die Anstifterin? Nein, Sie wären die Mörderin. Mittelbare Täterschaft nennt man das. Angenommen, ich hätte es getan, wie Sie es konstruieren. Glauben Sie, Sie könnten es beweisen? Das ist es eben. Das könnte ich nicht. Morgen in Krimi am Freitag. Eine Dorfhochzeit und ein toter Bräutigam. Schimanski glaubt nicht an Selbstmord. Wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass man ihn aufgehängt hat, ja. Unseren beiden Kommissaren wird die Arbeit reichlich schwer gemacht. Der Ruhrpott ist viel schlimmer als der Wilde Westen. In diesem Fall auf jeden Fall. Tatort, morgen 20.15 Uhr.